Hallo, hier bin ich wieder. Und tja, was werde ich heute tun? Ich habe keine Ahnung. Also wie immer improvisieren. Juhu, gegrillter Fisch. Stimmt, eigentlich könnte ich mal 1-2 Minuten angeln. Meine Fischvorräte auffüllen. Können wir eigentlich offen lassen bis der Tag. Dauert immer ein Stück und dann beißen sie an und dann kann ich sie einziehen mit der rechten Maustaste. Es braucht leider noch ein kleines Tutorial, wie man fischt. Na komm, beiß an. Oh, verdammt. So. So eine Angel hält recht lang. Ich weiß nicht, wie oft man die benutzen kann. Dreimal oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Müsste ich in hier mein Wikipedia nachschauen. Sagen wir bei 5. Immer derselbe Fehler. Bei 5 Fischen mache ich dann erstmal Schluss. Also dann tue ich die mal brutzeln. Und dann mal gucken, was ich noch so mache. Ich könnte auch noch ein Dock bauen für mich, wo ich mein krasses Boot unterbringen könnte. Das war Fisch Nummer 3. Nummer 4, na, das ging doch schnell. Und kommt Fisch Nummer 5. Komm. Okay. Beeil dich. Los, los, los. Haben wir da was Schönes draus gemacht aus dem Loch, was durch den Creeper zerstört wurde. Schön, schön, schön. Kann mich nicht beklagen. Also mir sagt das zu. Das gefällt mir. Gut, okay. Und jetzt mach ich mich mal wieder raus. Ja. Und kann ich schon wieder. Ne, Bambus zerstöre ich noch nicht. Hier kann ich mir dann immer Wasser herholen. Kann man eigentlich gleich mal befüllen. Shane. Und tja, was mache ich jetzt? Das befülle ich erstmal, bevor es irgendwann mal überläuft. Und jetzt kann ich meinen Fisch grillen. Ich mag die Schlümpfe. Gut. Schön. Oh, eine Sekunde, meine Mutter kommt. Okay, wieder da. Hat sich gerade alles geklärt. Ja. Hat nur gefragt, ob ich was essen will. Jetzt kann ich da noch meinen krassen Stoff hier verbrauchen. Und jetzt werde ich gleich mal was ausprobieren. Ich glaube, da tut sich die Rüstung ganz gut, bevor was schief geht. Ja. Und jetzt will ich nochmal auf den Glitch zu sprechen kommen, den ich mal zufälligerweise gefunden habe.
Also man stellt sich, man sucht hier eine Blockreihe mit drei, na mit drei Blöcken oder höher, duckt sich, geht in Position, das ist hier ungefähr die Mitte, wo sich zwei Blöcke treffen. Oh Mist, Mist, Mist. Gut, es ging gerade schief. Ich stand zu weit drin. Oh geil, Feuerstein. Und probieren wir es nochmal. Oh mein Gott, Baby, ja. Oh. Mob-Spawner. Ah, dort sind doch endlich Monster. Gut, also wie ihr seht, ist dort der Mob-Spawner. Und da muss ich runter. Also praktisch einfach nur dorthin. Und ach du Scheißen, das viele Creeper. Dann buddeln wir uns einfach mal durch. Aber ganz langsam, weil ich nämlich keinen Bock drauf habe, zu verrecken. Und wenn ich jetzt dort runter grab, heißt das Schwerter und ja. Schwerter und was zu essen. Also, was ich jetzt brauche, ist das. Fackeln. Nein, Wasser brauche ich nicht. Das auch nicht. Ich nehme lieber noch Fleisch. Also praktisch alles, was wertvoll ist, lasse ich jetzt hier. Weil ich keinen Bock aufs Verrecken habe. Also wenn ich verreck, dann ist natürlich mein ganzes Zeug futsch. Ein Schwert muss ich mir jetzt noch bauen. Nein, Quatsch. 6. Und so müssen wir das machen. Und Eisen, genau. Und jetzt eigentlich nur noch so und so und Chain. Okay. Angelrute bleibt hier. Das habe ich. Ne, Pfeil und Bogen brauche ich auch noch nicht. Essen. Essen. Fackeln. Bild bleibt hier. Eisen bleibt hier. Das Teufelszeug brauche ich nicht. Das auch nicht. Gar so viele Fische sind auch nicht nötig. Obwohl, man kann ja nie wissen. Es bringt auf jeden Fall mehr, das Zeug dabei zu haben. Gut. Damit wäre ich eigentlich jetzt gut dran. Oh. Ja. Das. Gut. Man muss ja immer vorbereitet sein. Also wir haben hier runter geguckt und das befindet sich dann hier unten. Da buddel ich jetzt einfach mal mit der Hand durch. Soweit. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Der erste Mob-Spawner. Hä? War das gerade eine Spinne? Ja. Gut, das klang schon mal sehr gesund. Seht ihr Feuerstein? Mache ich jetzt eigentlich nur um Feuerstein zu bekommen. Aber was ich jetzt mal machen werde. Ich nehme zur Extremverteidigung. Nehme ich mal das mit.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann werde ich mich dort runterwagen. Danke euch fürs Zuschauen. Das erstmal ist von mir, Jens. Und bis zum nächsten Mal.